Graubünden Basketball mit dem Clipfit. Heute ist einmal der Reto auf der anderen Seite, heute wird er interviewt. Reto, wer bist du? Ja, ich bin, für die, die es nicht wissen, der Präsident von Graubünden Basketball seit einem halben Jahr. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen, oder willst du noch mehr wissen? Ja, du sagst seit einem halben Jahr. Was ist so passiert im letzten halben Jahr? Willst du uns berichten? Ja, was ist passiert? Also wir haben ja zuerst einmal die zwei Vereine zusammengeführt, Chur Basket und Basketballschule. Und primär ist im ersten halben Jahr einmal aufräumen angestanden, gewisse Sachen optimieren, Mitglieder zusammenfassen und. Also wir haben eigentlich sehr viel geschafft. Was ist die grösste Herausforderung gewesen? Was hat am meisten den Kopf zu brechen bereitet? Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also, die grösste Herausforderung, würde ich sagen, war, um überall Trainer zu haben. Vor allem bei den Damen haben wir keinen Trainer mehr gehabt, um den zu finden. Das ist sicher, würde ich sagen, aus meiner Sicht die grösste Herausforderung gewesen. Nebst dem, dass wir die organisatorischen Sachen einfach in den Griff kriegen müssen. Wir haben bei den Damen, Damen 1, wo in der zweiten Liga spielen, haben wir ja eigentlich einen sehr guten Trainer gefunden. Aber irgendwie hat es dort noch ein bisschen. Was kannst du dazu sagen? Ja gut, das haben wir ja gewusst. Also darum sind wir ja auch freiwillig abgestiegen von der ersten Liga in die zweite Liga. Es ist natürlich schwierig, wenn 10 Spielerinnen auf einen Club führen, um die wieder zu ersetzen. Warum es harzt, ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist einfach der Trainingsbesuch, der momentan aus meiner Sicht sehr unbefriedigend ist. Das hängt aber auch zusammen, dass Teile nicht zweimal in der Woche können da sein können, aus Studiengründen und. Aber ja, ich glaube, da können sich ein paar Leute einfach noch selber in der Nase nehmen, dass wir dort im zweiten Halbjahr auch Erfolg werden feiern. Was war der Highlight bis jetzt? Das Highlight, würde ich sagen, sind die Game Days, die wir neu eingeführt haben und wo wir eigentlich vom Morgen um 11:30 4 Matches nacheinander in der Regel haben. Und das ist eigentlich in dem Sinn ist der ganze Tag dann ein Highlight, weil einfach viele Leute kommen und viele Kinder da sind und der eine wieder den Match vom anderen schaut und weil man gescheiden Kioskbetrieb und. Also ich glaube, das ist schon das Highlight, das wir jetzt momentan haben im Verein. Ich sage ein Stichwort und du sagst einen Satz. YouTube? Ja, haben wir neu eingeführt mit dem Clipfit von Graubünden Basketball. Wir haben tatsächlich einige Klicks und das Ziel ist natürlich, um das weiterzuführen, dass wir einfach auch ein bisschen in den neuen Medien lustig präsent sind. Sponsorenwand? Die Sponsorenwand hinter mir, die nimmt immer mehr Formen an. Auch da ist das Ziel, dass wir natürlich noch mehr Sponsoren generieren. Wir sind auf gutem Weg. Weihnachtsferien? Weihnachtsferien stehen an, haben wir auch nötig. Alle brauchen eine Pause und die Zeit nutzen wir, um einmal abschalten. Nationalliga A? Nationalliga A ist weit weg. Ich glaube nicht, dass wir die irgendwann werden erreichen. Aber man soll nie sagen Nein. Und darum lassen wir uns überraschen. Gut, merci vielmals und tschüss zusammen. Ich bin Soraya und ich mache ein Interview mit dem Spättipp. Auf was freust du dich jetzt beim Match? Ja, ich freue mich auch auf das Spiel, nach so langer Pause jetzt. Und ich hoffe, es wird ein gutes Spiel und interessant. Macht es Spass zum Spielen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Team ist super. Kommen alle gut aus und können gut miteinander zusammen spielen. Und hoffe jetzt darum, dass wir heute einen Sieg holen können. Und wie lange spielst du schon? Ich spiele eigentlich seit ich jetzt 13 bin. Hatte etwa 11 Jahre jetzt insgesamt. Das wär's. Graubünden Basketball Herren 1 hat gewonnen gegen BBZU und zwar ganz knapp. Es war ein sehr spannendes Spiel. Neben mir ist der Tarik. Tarik, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, am Anfang sind wir gut ins Spiel gekommen. Später sind wir ein bisschen unkonzentriert gewesen. Haben aber
Band, ganze Band durch mehr oder weniger unser Spiel können spielen. Schnell gespielt, gute Defense. Hat nicht alles geklappt, aber so haben wir noch Luft gegen auf und können uns noch verbessern. Gut, für uns als Zuschauer war es natürlich also sehr spannend gewesen. Von dem her, ich bin dir eigentlich fast dankbar, dass wir nicht mehr weggezogen sind oder die anderen nicht. Wie ist es für dich persönlich? Ich meine, du bist Spielertrainer. Geht das gut? Ist das nicht eine schwierige Doppelbelastung? Ja, dass es perfekt ist, ist es nicht. Also, es ist so, wenn man auf dem Spielfeld ist, ist man ein schlechter Trainer. Wenn man draußen ist, ist man ein schlechter Spieler. Und man probiert dann das beides zu kombinieren. Heute hat es geklappt. Und ich denke, es sollte immer besser klappen. Das Team spielt auch immer besser zusammen. Also, läuft es momentan gut. Gut, Jana, den Eindruck hat man auch, wenn man jetzt euch ein bisschen verfolgt hat, die letzten Match. Ist die Tendenz eigentlich immer gegen Ufer, habe ich das Gefühl. Und jetzt stehen noch gleich, ich glaube, jetzt sind wir etwa in der Hälfte der Meisterschaft. Wir stehen auch etwa auf dem vierten Platz, würde ich sagen. Und was sind denn eigentlich deine persönlichen Ziele? Ihr seid aufgestiegen, was ist das Ziel schlussendlich? Wir gehen von Spiel zu Spiel, erstens einmal. Man kann nie wissen, was passiert. Wenn man ein zu gutes Team hat, kann es passieren, dass man trotzdem fast noch absteigt. Wenn man ein schwaches Team hat, kann man vielleicht gleich noch eine Chance haben, um den Aufstieg zu kämpfen. Darum muss man von Spiel zu Spiel gehen. Weil wenn man zwei, drei Spiele schon vorher schaut, dann verliert man genau das, was kommt. Und das darf nicht passieren. Okay, das finden wir eine gute Einstellung und wir danken dir und deinem Team für den tollen Abend wieder einmal. Merci. Ich wünsche dir viel Glück und somit gebe ich zurück Graubünden Basketball mit dem letzten Clipfeed von heute. Danke. All green Cadillac.